Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute ist der große Tag. Wir treffen uns mit Asta und rechnen ab. Hoffentlich, wenn alles gut geht. Außerdem landet ein Heli vor unserer Tür und wir machen eine neue Bekanntschaft, die wir dann, schlecht verabschieden. Das war alles irgendwie anders geplant, aber guckt selber. Hallo? Was geht, Yoshi? Hi, Alter. Na? Wir konnten halt, wir mussten mit dem Heli kommen, weil das dunkel war, deswegen alles cool. 9440-6044. Du willst deine Scraps haben? Mhm. Hast du alles mit? Ich wollen wir ein bisschen weiter weggehen? Hier, da, bitte. Oh, sogar okay, ein extra. Könnt ihr euch jetzt die Hand geben, Frieden, danke. Du hast ihm ein extra gegeben? Den gibst du zurück, Izzy. Ja, ich habe das nicht richtig... Mann. Nein, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nett von euch. Ich nehme deine Entschuldigung an. Vielen Dank. Ist der Heli da hinten ich wirklich von euch? Auf gute Partnerschaft. Nein, Mann, Spaß. Alles gut. Wer ist das denn? Aber ich weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung. Ja. Tut mir nochmal leid. Auf jeden Fall ist die Sache gegessen. Und wenn du möchtest, können wir die Leute zu deinem Café schicken, wenn du immer noch vorhast, eins zu eröffnen. Weißt du, hinter dem Bauernhof. Auch wenn du mich da verwechselst, ich hab nicht vor, einen Kaffee aufzumachen. Aber ich gebe euch 26 zurück, weil ihr euch wirklich dran gehalten habt. Jay, sorry. Wenn irgendwas sein sollte, bitte komm nicht zu uns. Wir wären noch bereit, dir noch was vorzuspielen. Ein Lied zu singen, als Entschuldigung. Ja. Oh, okay, dann wir bin ich Wir haben was gespannt. Einstudiert, extra. Mhm. Okay. Bist du bereit? Drei, zähl an. 3, 2, 1, ja, go. Das sind nicht die Werkstatt, egal. Entschuldigung. Nee, jetzt hören so viele Leute zu, ich möchte nicht. Ich habe noch Publikum eingeladen. Jetzt möchte ich mal hören. Astra, das ist dein, du hast den Mist gebaut und du musst es machen. Ich habe damit nichts zu tun. Okay, dann spielst du und ich singe. Was hast du für eine geile Hose nicht an? Gehört. Also, oder nicht an. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde bitte. Okay, bist du bereit, Huri? Ja. Oh, Izzy, es tut mir so wahnsinnig leid, dass wir uns vorhin am Leuchtturm getroffen haben und du mich katzendreist verarscht hast. Und mein ganzes Leuchtturmstuff uns zu Welt aus. Asta! Es tut mir wahnsinnig leid, du hattest recht. Asta! Du hattest recht und dir gehört alles, weil du der Motherfucker überhaupt bist und der King von uns. Also zumindest ich bin dein Sklave, Mann. Ich bin dein Schweinchen, wenn du willst. Oh, aber meine Seite ist gerissen, wir müssen los. Wirklich? Alles klar, bis dann, ciao. Tschüss. Braucht ihr eine neue Seite? Ich liefere alles. Ey, Philly, das sind aber nicht die Autoreparatur. 94046. Ey, Philly, warte, das sind nicht die Autoreparateure. Ja, aber ich kann doch trotzdem werden. Die sind in der anderen Richtung. Ey, Jungs, was macht ihr hier? Brauchst du eine Seite? Nee, ich würde aber eine ganze Gitarre nehmen. Ich will ein Pferd kaufen, endlich. Ich geh jetzt zur Gitarre. Ja, aber ich will eine Gitarre haben, endlich. Ich will auch Gitarre spielen. Ey, Jungs, seid ihr mit dem Heli gekommen? Seid ihr wahnsinnig? Wenn du eine Gitarre auftreiben kannst. Brauchst du irgendwas? Seid ihr mit dem Heli gekommen? Wo habt ihr den Heli her? Seid ihr wahnsinnig? Ich hab den Heli, das ist mein Lieferservice. Das ist nur er. Was wird geliefert? Ich hätte gern Pizza, Margarita, Doppelkäse. Aber kommst du an eine Gitarre ran? Ich hab eine Gitarre. Wirklich? Dann verliege ich los und hol dir die. Wirklich? Was kostet der Spaß? Ja, was kostet halt einiges, ne? Weil das Ding kostet 30 Fuel die Minute. Hm. Braucht ihr eine Gitarre? Ja, gerne. Ich brauche eine Gitarre. Was bietet ihr denn zum Tausch an? Den Heli? Geilen Fall. Ich geb dir meine Handynummer, du rufst an, wenn du was brauchst. Okay, komm mit. Ich finde es geil, dass du die ganze Zeit so ein Startkabel in der... Ja, ich bin Elektriker nebenberuflich. Izzy wohnt hier oben, ah, okay. Jules, lass uns weiter. Wir besorgen uns eine eigene Gitarre. Nein, hier oben wohne ich doch, hier ist mein Haus. Aber hier, Phil, kannst du eine Gitarre klar machen? Kann ich auch machen, aber dann muss ich erst wieder zurückfliegen zum Lager. Leute, da oben ist mein Haus. Aber wie teuer wäre das? Ja, wo wohnt ihr denn? Wo ist eure Basis? Dann komme ich da hin. Jungs? Hallo? Hallo? Ja, Moment, wir machen gerade Geschäftliches. Ja, wir haben doch gar nicht zu bezahlen, Jules. Was sollen wir denn dafür wir geben? Wir können es auch anders machen. Ich kann euch auch ins Lager fahren und dann sucht ihr euch eine aus. Jungs? Ja, okay. Komm. Aber es kostet halt einiges. Du den was kostet es denn? Ja, schon so 300 Scrap oder so? 300? Haben wir doch gar nicht, Jules. Doppelt so teuer wie ein Pferd für uns beide. Also von mir kriegt ihr die für einen Honig. Okay, Sprit kostet halt. Was machst du mir jetzt Konkurrenz? Also von mir kriegt ihr die Gitarre für einen Honig.
Ja, bei Philly würde ich in einem Heli mitfliegen können. Das muss man halt auch nochmal bedenken. Das kostet ja normal auch. Ne, pass auf, 300 Scrap hast du gesagt, ja? Hallo, wir rufen ein Huni! Ein bisschen mehr haben. Was ist denn das, ja, für gut, einer? Aber sagt mir dann, wo euer Lager ist. Also ihr könnt mich auch dann sagen, wo das Lager ist. Ich muss euch das ja, ausliefern. Ja, das Jules, komm mal kurz, Jules, komm mal kurz hier hin. Jules, komm mal kurz hier hin. Jules, komm mal kurz hier hin. Ja? Komm mal hier hin, bitte, hier. Das endet nie gut. Nicht so komm mal hier, ganz ruhig, komm mal kurz hier, komm mal ja, kurz ja, hin. Das ist irgendwie, das ist so ein Amazon-Händler mit 2 Sternen bewertet ist, Jules. Hast du das verstanden? Ja, du kriegst die Gitarre bei mir für einen Hunderter. Pumpgun und dann war's das. Einen Huni. Du musst keine 300 bezahlen. Du kannst auch einfach zu mir kommen und dann bezahlst du nur 100. Das ist ein Drittel. Aber also, was ist das denn? Können wir uns unsere Pferde nicht leisten, Jules? Das ist, da hat... ja, das ist das Problem. Ich habe die Kohle jetzt nicht. Das ist das Problem. Das ist kein Problem. Du kannst das bei mir in Raten bezahlen. Das geht per PayPal. Ey, ich mache auch Mastercard. Du kannst mir das auch innerhalb von 3 Monaten per Ratenzahlung zahlen. Sag mal, ich muss mal ganz ehrlich, die Gitarren findet man bestimmt an jeder Ecke, so wie ihr die bereit seid, mit dem Preis runterzugehen. Du, die kosten in der Produktion 25 Scrap. Das ist absoluter Wucher, was er hier will. Bei mir ist es halt nur so teuer, weil ich mit dem Heli jetzt erst zum Lager muss. Jules, willst du 200 Euro bezahlen, um mit dem Heli bis ans andere Ende der Map hier zu fliegen, oder wie? Ich würde halt mal sehen, wie das da aussieht. Ich mach mich jetzt los. Also entweder ihr kommt mit oder ihr kommt nicht mit. Es ist eigentlich auch. Also ich muss halt auch noch Geschäfte machen. Ja, sorry. Den Huni! Da oben! Ja, direkt die Nummer, ne? Frisch original. Ich hab ihn noch jetzt nicht! Ich komm wieder! Original, ich geb dir aber jetzt schon die Gitarre. Das ist wie auf dem Bazar irgendwie. Jules, ich geb dir jetzt schon die Gitarre. Ja, komm hier, da oben. Nee, ist schon weg. Hier, komm hier hoch. Ich geb dir deine Gitarre. Komm mit, hier oben ist mein Haus. Wir gehen da jetzt einfach rein. Ich geb dir die Gitarre und dann klären wir alles weitere später. Weg. Wo ist die Gitarre? Aber du... Oh, Pferde hast du auch. Ja, eins. Auch ein Pferd, ja. Wo ist meine Gitarre, Jungs? Was ist denn jetzt los? Ich finde die Gitarre nicht. Du findest die Gitarre nicht? Die Gitarre ist irgendwie nicht da. Ich weiß doch auch nicht. Die war doch eben noch da. Ich hatte 3 Gitarren. Ja, du, nee, pass auf. Wir kaufen uns jetzt erstmal unsere Pferde. Und dann, Und dann machen wir es mit der Gitarre noch. Okay? Ja, aber wie weißt du selber nicht mehr so genau, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Ne, wie weiß ich, ich muss selber erstmal gucken. Aber ich weiß ungefähr, wo du ja bist. Und man sieht sich immer zweimal in Rust, habe ich mir sagen lassen. Aber lass dir nicht wieder von irgendwem eine komische Gitarre andrehen, ne? Meine Gitarren sind die besten. Nee, auf keinen Fall. Hallo? Was ist denn da für ein Nucky da unterwegs? Hallo. Robin, danke schön. Ich bin ja am Strand aufgewacht. Jetzt gerade, oder was? Oh. Geht ja, jetzt gerade eben. Du hast ja gar nichts anzuziehen. Ist ja nicht kalt? Wo bin ich hier? Wie heißt's? Ich hab noch gar nichts. Ich bin Izzy, hi. Guten Tag, ich bin Keklack. Ich kann dir helfen. Willst du mal mitkommen? Dann gebe ich dir mal was. Gemütlich hier. Danke. Guck mal, ich gebe dir mein letztes Hemd. Alter, das ist voll poetisch. Danke dir. Ein paar Handschuhe. Ich kann dir sogar was im Tausch anbieten. Wie wär's denn mit Kürbissen? Echt? Hast du Kürbisse? Das ist eigentlich gar nicht schlecht, aber du musst mir jetzt keine Kürbisse geben. Guck mal, wie du aussiehst. Ah, die würde ich eh nicht essen. Okay. Ich merk schon. Schlechte Vibes hier. Gönn dir! Heute sind die Gönnjamin-Wochen. Ich danke dir vielmals. Viel besser jetzt schon. So, also ein bisschen könntest du an deinem Style noch arbeiten, aber ich sag mal für den Anfang. Ah, warte mal, vielleicht habe ich noch was. Da. Oh, sorry, ich wollte es nicht auf den Boden werfen. Ah, direkt viel besser. Ich hoffe, du kannst. Willst du. Ja, ich danke dir. Ich hoffe, du kannst meine Kürbisse annehmen in meiner Dankbarkeit. Sehr gerne, aber das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Hast du denn jetzt noch was zu essen? Nie vergessen, Izzy. Ich habe noch was zu essen. Das finde ich, das ist in Ordnung. Okay, ich finde auch was. In der Natur kenne ich mich aus. Bist du Survival-Profi? Aber hallo. Ich bin 6. Generation Schamane. Wir wissen, wie das geht. Und dann lässt du dich hier von mir beschenken mit reichlich Klamotten?
Schamanen haben es sonst nicht so mit Klamotten machen. Ach so, das ist das Problem. Naja gut, das kann ich verstehen, das ergibt Sinn. Aber Izzy, ich sag dir eins. Wenn ich einmal meinen eigenen Traumdeutungsladen hab in der Mitte der Insel, dann deute ich einmal deine Träume aufs Haus, ja? Das hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Danke schon mal. Ich kenne mich nicht so gut mit Schamanen aus. Kannst du mir irgendwie was Gutes mit auf den Weg geben? So? Einen guten Rat zum Beispiel? Was denn deine Lieblingsfarbe? Rot. Okay, lass mich kurz die spirituelle Ebene fühlen. Muss ich da auch irgendwas tun? Du solltest dich auf jeden Fall von Bären erstmal fernhalten. Die sind gefährlich. Meinst du die Früchte oder die Tiere? Das kann ich dir nicht sagen, das musst du selber herausfinden. Das soweit können Schamanen nicht tief eindringen in die spirituellen Gedanken. Okay, ich werde mich an deinen Rat erinnern. Willst du mal kurz meinen Presslufthammer sehen? Auf jeden Fall. Schon ein geiles Teil, ne? Was ist das denn? Ja, schon heftig, ne? Macht mal Lärm. Alter, geil. Knallt die Möhre, ne? Pass mal auf, guck mal hier. Oh, okay, okay, okay. Auch nicht schlecht, ne? Eine kurze kleine Sache würde ich dann nochmal kurz machen, wo sie gerade hier in der Nähe sind. Ich mache gerade einen kurzen Drogentest. Wenn sie mal kurz die Augen schließen würden und im Anschluss bitte öffnen und danach nicht blinzeln. Also Augen schließen und dann öffnen und nicht blinzeln? Genau, im Anschluss. Okay, also du sagst Bescheid, ich halte mich daran. Ja, jetzt bitte. Okay. Dauert das jetzt noch länger, oder? Es ist aber eine verzögerte Pupillenreaktion, habe ich das Gefühl, ne? Augen zu, auf und danach nicht blinzeln. Aber ich habe das schon direkt gesehen. Sie haben eine verzögerte Pupillenreaktion. Was haben Sie denn heute gegessen? Ich habe vorhin zwei Pilze gegessen, tatsächlich. Ja, das glaube ich nämlich auch. Gibt's die Gesetze? Nö, von meiner Seite aus wäre das in Ordnung, aber falls sie der Polizei über den Weg laufen, wäre ich da natürlich ein bisschen vorsichtig und natürlich nicht Auto fahren. Das gibt richtig Ärger. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Und, ja. Geben Sie sich in Acht vor den Hubschraubern. Dann, ich muss dann jetzt aber auch langsam weiter. Ja, nee, das ist gar kein Problem. Willst du nochmal kurz meinen Presslufthammer sehen? Ist sie? Nochmal ganz kurz, ja. Oh, das wollte ich nicht. Ah! Oh, das wollte ich nicht. Oh, oh, oh. Alter. Oh, Scheiße. Oh, okay, das war, okay. Ich gehe. Alles in Ordnung soweit? Entschuldigung, das war nicht mein... Entschuldigung. Also ja, ich... Oh Gott, ich Staubsaugen. Ich muss den dann auch... Ich steck den auch, glaube ich, mal jetzt weg hier. Das tut mir wirklich leid. Ich bin da ein bisschen unvorsichtig gewesen. Aber Entschuldigung. Danke.